Die Messstation des Pollenwarndienstes auf dem Dach des Institutes für Botanik in Innsbruck. Notburger Öckel Wahlmüller kontrolliert das Gerät, mit dessen Hilfe sie Pollenkonzentrationen in Bezug auf die Tageszeit bestimmen kann. Luft wird durch einen Schlitz angesaugt. Die Pollen bleiben an einer Klebefolie, die durch ein Uhrwerk weiter bewegt wird, haften. Der Klebstreifen wird entnommen nach einer Woche in Tagesabschnitte unterteilt und präpariert. Jedes Präparat ist dann ein Tag und wir können dann genau in 2 Stunden Abständen sagen, was wann in der Luft war. In ganz Tirol gibt es Messgeräte mit solchen volumetrischen Pollenfallen. Die Erkenntnisse der Botanikerin kommen Allergikern in Form einer Pollenflugvorhersage zugute. Also diese Pollenzählungen plus die Phänologie, also wir beobachten, wann was blüht, plus den Wettervorhersagen, erstellen wir dann die Pollenflugprognosen. Das sind die Vorhersagen, die gehen dann wöchentlich in einem Newsletter hinaus, werden den Pollenallergikern zur Verfügung gestellt, weil das Beste für Allergiker ist immer noch das Vermeiden des Allergens. Was blüht wann wie stark? Seit 40 Jahren schon werden in Tirol solche Daten aufgezeichnet. Das ist eine der längsten durchgängigen Sequenzen in ganz Europa. Allergiker bekommen heutzutage durchschnittlich eine Woche früher Heuschnupfen als noch zu Beginn der Aufzeichnungen. Die Birke zum Beispiel, es ist allgemein bekannt, aber wir haben es also auch mit Daten belegt, beginnt immer früher zu blühen. Und zwar 2 ganze Wochen blüht die Birke im Durchschnitt früher als noch vor 40 Jahren. Und Verschiebungen gibt es auch bei anderen Pflanzen. Also diese Frühblüher, die Allergie verursachen, wie Erle, Hasel und eben auch Birke, das sind die Kätzchenblüten, sie beginnen früher. Aber es ist natürlich auch jedes Jahr wieder anders. Es gibt auch Jahre, wo sie wieder später sind. Ne? Jetzt, wenn wir 2017 hernehmen, wir haben einen sehr kalten Jänner gehabt, da war gar nichts, bis zum 8. Februar. Aber dann geht es explosionsartig und dann sind sehr viele Pollen in der Luft. Die Pollenbelastung ist im Tagesverlauf nicht immer gleich. Allergiker können durch geschickte Planung oder durch das richtige Verhalten den Heuschnupfen etwas abmildern. Wir wissen von der Birke, auch von den Gräsern. Die geringste Pollenkonzentration ist in den Nachtstunden von 4 bis 6 Uhr in der Früh. Wir haben dann bei der Birke ein erstes Maximum am Vormittag zwischen 8 und 10 und Nachmittag nochmal zwischen 4 und 6 Uhr. Aber auch in der Nacht relativ hohe Pollenkonzentration, vor allem in der Stadt. Die Luft kühlt ab und senkt sich dann mit den Pollen ab. Wir haben dort um Mitternacht hohe Konzentrationen. Also man sollte die Aktivitäten im Freien einfach möglichst in die Morgenstunden legen oder in der Blütezeit direkt unterlassen. Ob durch den Klimawandel begünstigte Einwanderung eigentlich fremder Arten wie Ambrosia oder gezieltes Pflanzen von nicht heimischen Zierbäumen in Stadtbereichen wie etwa die Purpurerle, wird die Zahl der Allergene erhöht und die Heuschnupfenzeit verlängert. Bergsteigen hilft. In der Höhe nimmt die Pollenkonzentration stark ab.